Servus, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir sind hier unten in unserer kleinen Mine, die mittlerweile etwas größer ist. Und ich glaube wirklich, dass ich auf der falschen Ebene bin, weil ich einfach keine Diamantos finde. Und mal gerade, was haben wir hier so dabei? Jetzt können wir alles in die Truhe machen. Okay. Und diesmal will ich wieder an unserem Baumhaus weiterarbeiten. Na, Baumhaus kann man eigentlich nicht nennen. Das ist erstmal ist ein Riesenbaum und dann wird auch nicht so wirklich ein Haus. Naja, wie auch immer. Wie dem auch sei. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Typisch für Anfang eines Parts. Und danach legen wir alles in die Truhe und bauen dann weiter. Also, hier müssen wir sowieso hin. Holz, das nehmen wir mit. Zack. Und Stein, den legen wir rein. Zack. So, das wäre getan. Dann geht's jetzt raus an die frische Luft. Kann man immer gebrauchen, nachdem wir... Och, hoppala. Hallo? Ah. Nachdem wir jetzt da unten aus dieser Mine kamen. Jetzt also. Irgendwo Creeper in der Nähe. Ach, wie der Baum aussieht. Lächerlich. So, irgendwo irgendwas in der Nähe? Nö, ne? Nee. Okay, alles klar. Ein Mann frei. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Wird problematisch. Wird echt problematisch. Da ist noch nicht allzu weit gewachsen. Das müssen wir, glaube ich, doch selbst machen. Moment. Wir gehen wieder rein und nehmen, wie heißen die Dinger? Lianen mit. Oder ich sammle mir hier gerade ein paar. Ich habe ja noch eine Schere. Und die hält auch noch ewig. Die hält noch ewig. Also sammeln wir jetzt mal ein paar Lianen. Ui, die hält doch nicht mehr so ewig. Die hält doch nicht mehr so ewig. Aber ich glaube, nee, wir machen uns eine neue Schere und ich sammle neue Lianen. Denn die anderen Lianen, die ich da gesammelt habe, die wollte ich eigentlich benutzen, um mir irgendwann eine Ruine zu machen und die dann mit Lianen zu bespicken. Deswegen sammle ich jetzt lieber neue Lianen. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Also hier hängen ja jede Menge Lianen runter. Im Dschungel findet man da ja immer einiges. So, dann nehmen wir die mal schön mit. So, zack. Okay. Eigentlich wollte ich ja in diesem Part jetzt was anderes machen, nämlich eigentlich wollte ich bei dem Baumhaus weiterarbeiten, aber wir kommen ja momentan so schlecht hoch, also sammeln wir Lianen. Und wie ihr wisst, habe ich mir dann immer ein Thema vorbereitet, über das ich mit euch rede, falls ich doch nicht das mache, was ich eigentlich machen will. Und dann eben ein Thema brauche zum Reden. Und zwar ist das diesmal Paul Panzer. Ich glaube, ich habe euch auch erzählt, dass ich da war. Der war nämlich in der Saarlandhalle. Und da war ich auch. Und das war gestern, also war gestern da. Und Mann, Mann, Mann. Meine Schwester wohnt in Saarbrücken und ich bin eben zusammen mit der da hingegangen. Also die Saarlandhalle ist in Saarbrücken und Paul Panzer war dann eben in Saarbrücken. Und bin zusammen mit meiner Schwester da hingegangen und das war erstmal auch geil. Also ich fahre eben dorthin und ich bin selten in Saarbrücken und wenn dann eigentlich nur so, also wenn, dann bin ich eigentlich bisher immer mit dem Bus hingefahren und dann von dahin zu so ein paar markanten Plätzen, keine Ahnung, ins Kino zum Beispiel. Aber, oder zur HTW, keine Ahnung. Aber eben nicht von dort aus zu meiner Schwester. Gut, dass ich so einen guten Orientierungssinn habe, weil ich wusste, wie ich vom Bahnhof aus zu meiner Schwester komme. Aber ist egal, ich bin eben nicht mit dem Bus gefahren, sondern mit dem Auto. Bin also meine Schwester abholen gegangen in Saarbrücken und dann von dort aus zur Saarlandhalle. Das Problem war nur, ich bin noch nie in Saarbrücken mit dem Auto gefahren. Vom Autofahren war es jetzt nicht schwer. Problem war nur, ich wusste, kannte den Weg zu meiner Schwester natürlich nicht. Und die hat mir den dann aufgeschrieben, also wie ich fahren muss. Ja, so und so. Also sobald man dann in Saarbrücken ist, also nimmst die und die Ausfahrt von der Autobahn und dann, sobald du in Saarbrücken bist, so und so, bla bla bla. Und dann war ich eben irgendwann unter so einer Bahnunterführung durchgefahren. Das war auch soweit richtig. Und dann stand auf dem schlauen Zettel, erste Kreuzung überqueren, zweite Kreuzung rechts. Einwandfrei, habe ich gemacht. So. Das wäre dann die Beethovenstraße gewesen, stand dann noch. Bin ich reingefahren und bin mir gedacht, hier ist nicht die Beethovenstraße, die heißt irgendwie anders. Super, bist du falsch. Klasse. Wollte ich nochmal umdrehen, ging nicht, war eine Einbahnstraße. Das heißt, ich konnte natürlich nicht umdrehen. Einwandfrei, so. Habe ich versucht, irgendwie nochmal auf die Hauptstraße, wo ich vorher war, drauf zu kommen, ging nicht. Also ich hätte müssen links fahren, ging nicht. War nicht möglich. Man konnte immer nur geradeaus oder rechts. So. Bin ich natürlich ewig weitergefahren.
und kannte mich gar nicht aus. Ich war, also hatte mich vom Prinzip her komplett verfahren. Das war dann auch geil. Da bin ich eine halbe Stunde lang durch Saarbrücken gefahren. Bin echt froh, dass ich so einen guten Orientierungssinn habe, sonst hätte ich das nicht mehr gefunden. Irgendwann war ich dann, ich habe immer gedacht, ja, jetzt musst du so fahren, du bist von da gekommen, so links, du kommst von Osten, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, hier ist der Bahnhof. Und dann vom Bahnhof aus habe ich es dann zum Glück relativ easy gefunden. Also sofort eigentlich. Und dann, ja gut, dann war ich mit einer halben Stunde eigentlich nicht mit einer halben Stunde Verspätung. Ich wäre eigentlich eine halbe Stunde zu früh da gewesen. Sagen wir mal so. Ich bin ziemlich früh losgefahren, weil ich mir eben gedacht habe, okay, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, weil ich ja noch nie dahin gefahren bin. Fahre ich einfach mal eine Stunde, bevor ich da sein soll, los. Normalerweise fährt man eine halbe Stunde nach Saarbrücken. Von mir aus. Habe aber gedacht, ja, komm, ne? Fährst mal eine Stunde früher los. Hast du auch noch ein bisschen Zeit falls du den Weg nicht so richtig findest. Ja, und das war dann auch gut, ne? Bin dann genau pünktlich angekommen, auf die Minute genau quasi, also um 7 wollten wir uns treffen dann, also um 7 sollte ich da sein und um 3 Minuten vor 7 war ich da, also hat gut geklappt, war dann eben nur ein bisschen Spritverfahren, ne? Gut, aber dann, Paul Panzer war wirklich genial, also das war ziemlich cool, die Getränke waren scheiße teuer, aber ansonsten die, sein Auftritt war allererste Sahne. Ich muss sagen, also er hat eben eine Pause, hat 2 Stunden gedauert, zwischendurch gab es eine halbe Stunde Pause. Hat also circa bis 10:30 gedauert. Ich war dann auch um 11 Uhr dann zu Hause. hat ungefähr bis 10:30 gedauert. 1 Stunde Programm gemacht, eine halbe Stunde Pause, wieder 1 Stunde Programm. Und ich muss sagen, vor der Pause fand ich es besser. Also ich weiß nicht, falls auch irgendwer von euch auf dieser Tour war, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so gesehen habt. Ich fand es vor der Pause wesentlich besser. Also es war auch nach der Pause noch witzig, aber vor der Pause war es göttlich. Einfach nur göttlich. Aber gut, ja. Es war wirklich wieder richtig witzig. Also er hat da wieder einige gute Witze dabei. Thema ist die Globalisierung. Quatsch. Globale Erwärmung und so weiter. Ist das Thema. Da merkt man auch schon, hat meine Schwester dann auch gesagt, der ist jetzt mittlerweile so bekannt, der Paul Panzer, der kann sich dann auch mal erlauben, so ernste Themen wie eben die globale Erwärmung mal anzusprechen in seinem Programm, obwohl es ja eigentlich Comedy ist. Also der kann da dann auch schon mal so tiefer gelegte, wollte ich ja sagen, so tiefgründige Themen ansprechen, die eigentlich ja nicht so wirklich Comedy-tauglich sind, sag ich mal. Also Comedy-tauglich vielleicht schon, aber nicht so der typische Comedy, wie sagt man da, eben nicht das typische Zeug, was die, wie sagt man da, ey, Alter. Naja, es gehört eben nicht zu den typischen Comedy-Themen, sag ich mal so. Ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Wort benutzen, aber das fällt mir gar nicht ein. Und das merkt man bei dem eben schon. Der hat dann also da schon mal Globalisierung und eben globale Erwärmung angesprochen. Hat dann auch noch wieder vom Internet erzählt. Und so weiter und so fort von seinem Sohn Bolle. Und so weiter. So. Muss also sagen, Paul Panzer war wirklich ziemlich geil. Also ich fand's super. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch da wart. Vollkante Backboard heißt, glaube ich, das ist sein Programm. Ob ihr da auch wart und wie es euch gefallen hat. Oder ob ihr sowieso allgemein schon mal irgendwann auf so einem Comedy-Ding wart. So einem Comedy-Veranstaltung. Weiß immer noch nicht, wie es heißt. Ich will immer Comedy-Konzert sagen, aber es ist ja kein Konzert. So, jetzt lassen wir die arme Kuh da erstmal frei. Bevor die sich hier einen abmut. Zack! Bam, Junge! Ah, komm da raus. So, zack. Da haben wir wieder 3 Stück Fleisch. So, Ich sollte vielleicht ins Mikro reden, nicht übers Mikro. Dann sollte die Qualität ein klein wenig besser sein. Vielleicht nur ein klein wenig, aber immerhin. So, zack. Nehmen wir das mit. Das war auch Dschungelholz. Ne, wie heißt das? Hab vergessen. Doch, heißt doch Dschungel. Ich nenne es Dschungelholz. So. Da sehe ich gerade meinen Garten. Der muss ja mal wieder bearbeitet werden, du. Da machen wir das mal noch fix. Und danach bauen wir uns dann Weg hoch zu unserem Baum.
Das müsste ja jetzt mal gemacht werden. So. Ach so, nee. What? Wo habe ich das Gold denn hierher? Ist eigentlich noch irgendwas im Ofen? Oh, Silber. Eisen. Wieso sage ich immer Silber in letzter Zeit? So, die lasse ich da mal noch kochen. Was machen wir mal hier dabei? Ach, komm, machen wir das Zeck hier gerade voll. So. Das Eisen machen wir auch hier rein. Das Gold natürlich nicht. Das Gold kommt da hinten hin in die Truhe. Wieso habe ich das mitgenommen? Und nicht hier reingemacht. Also. Das ist ja die große Frage. Oh, 12 Gold haben wir schon. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre das erste Gold gewesen, das wir gefunden haben. Naja. So, meine Damen und Herren, dann machen wir mal das Feld. Ich als alter Bauer. So, zack. Ja, scheiße. Wieso kommen da keine Seeds mit? Auf ein Seed-Konzert würde ich auch mal noch gerne gehen. Seed ist nämlich ziemlich cool. Aber Saarland kommen die ja nicht. Das kannst du ja vergessen. Wo ist das alles hin, das Zeug? Das habe ich nie gekriegt. Wo ist das jetzt hin? Das ist auch nicht hier rein. An sich ist meine Spülung hier schon gut. Die trägt ja alles dahin. Aber wo ist das Zeug hier denn gerade hin, das hier jetzt verschwunden war? Hä? Komisch. Na gut, wenn hier was reinfällt, nicht. Wenn da was reinfällt, dann hör mal auf da zu hupen, wie so ein Wahnsinniger. Ich nehme gerade auf. So, also Weizen rein, Seeds rein. Komm, da machen wir mal schön Brot raus. Das rein, das rein, das andere hole ich ja natürlich mit. Oh Gott, habe ich hier ein unübersichtliches und volles Inventar. Ah, es ist schon wieder dunkel. Ah, komm, die 3 Minuten, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht noch hier mit dem Baum anzufangen. Da hoch zu basteln. Dann machen wir das doch im nächsten Part. Alter, ich mach auch nur. Ich komme komplett durcheinander mit meinen Plänen immer bei Let's Play Minecraft. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, das interessiert mich jetzt. Ob ihr noch Minecraft spielt selbst. Weil ich habe eigentlich, abgesehen vom Let's Play, nicht mehr so Lust auf Minecraft. So, Moment. 17. Ich glaube, das ist die falsche Höhe, Leute. Das ist die falsche Höhe. Ich fange mal eins unten drunter an. Was haben wir hier? Ne, da fange ich da an. Jetzt ist mal die Fackel mal. Oh. Hier hin. So, also schreibt mir wirklich bitte in die Kommentare, ob ihr noch Minecraft spielt. Immer noch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, gut, wenn ich Adventure Maps spiele, nehme ich sowieso immer auf. Aber wenn ich Adventure Maps oder Hunger Games spiele, das macht mir wirklich noch richtig Spaß, wenn ich es alleine zocke. Aber normal Minecraft spielen mache ich gar nicht mehr. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr, weil es gar keinen Spaß mehr macht. Ich habe es auch deswegen dann nicht mehr Let's Played. Und dann irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass es, wenn ich es Let's Play, dass es dann wieder Spaß macht, weil dann sind irgendwie die Leute wieder dabei. Also dann, nicht, dann sind nicht die, das ist irgendwie falsch gesagt. Dann sind eben die Leute nicht wieder, sondern sind die Leute dabei. Also dann sind noch Zuschauer da. Dann spielt man quasi nicht alleine. Das ist irgendwie wie so ein Let's Play Together, obwohl du alleine spielst. Keine Ahnung. Ich hoffe, das versteht man jetzt einigermaßen. Also ich zock hier zwar jetzt im Moment alleine, aber es sind ja noch super viele, die zuschauen und dann auch, ja, jetzt Tipps geben und mitgestalten und sagen, was gebaut werden kann und so weiter. Und irgendwie ist das dann was ganz anderes, finde ich. Also alleine spiele ich überhaupt kein Minecraft mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ich finde das Spiel rein für den Singleplayer total langweilig. Nur wie gesagt, eben im Let's Play ist es irgendwie cool, weil ich mich ja dann auch. Hört sich komisch an, aber ich unterhalte mich ja eigentlich mit euch, mit den Zuschauern. Auch wenn ihr nichts antwortet, nicht direkt, eben nur in den Kommentaren und auch da ja relativ wenig bei mir jetzt. Aber trotzdem ist es irgendwie was anderes. Wenn ich da erzähle und erzähle, während ich hier spiele, ist das noch was anderes und das macht auch so, macht es Spaß, meiner Meinung nach. Ich habe damit auch schon mit ein paar Kumpels drüber geredet. Das finden eigentlich alle, das sehen alle so, jetzt von meinen Kollegen her. Die sagen das auch alle, dass das so ist. Also, dass sie kein Minecraft mehr spielen. Also, dass sie den Singleplayer einfach komplett langweilig finden. Und Erik
alias Klepting LP, falls ihn irgendwer kennt. Falls nicht, schaut da mal vorbei. Das ist auch ein Let's Play Kanal. Kumpel von mir, die sind auch ziemlich gut. Wie ich finde, also ich finde die Let's Plays gut. Muss sich natürlich jeder sein eigenes Bild machen. Der hat auch gesagt, er spielt im Singleplayer überhaupt kein Minecraft mehr, aber er kann sich gut vorstellen, dass es, wenn man da ein Let's Play macht, dass es dann noch was Spaß macht. Er macht eben selbst kein Let's Play von Minecraft, die machen Boiling Point als Let's Play. So, und jetzt habe ich wieder so viel gequatscht, dass das Video schon wieder vorbei ist. Also schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ihr Minecraft noch im Singleplayer spielt, beziehungsweise ob euch das noch Spaß macht. Und das war's dann auch erstmal wieder mit Let's Play Minecraft. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.